Ja, also ihr seid nach Hause gekommen und habt dann gesagt, okay, das war jetzt eine krasse Reise. Und dann habt ihr euch gedacht, okay, Jetzt geht's weiter. das reicht uns nicht. Wir müssen weitermachen. Das war ja noch gar nichts. Wir können das ja noch viel krasser. Und jetzt reisen wir um die Welt und zwar ohne Geld. Man hätte ja auch sagen können, auch jetzt sind sie mit dem Fahrrad nach Shanghai. Das nächste Projekt wäre jetzt, das dachten wir am Anfang auch immer, irgendwie vielleicht mit dem Fahrrad die Panamericana lang oder sowas. Da haben wir uns aber irgendwie auch gedacht, so, vielleicht muss das jetzt nochmal eine andere Herausforderung sein, als einfach nur Fahrradfahren die ganze Zeit, weil da wissen wir jetzt schon, dass wir durchhalten und hart bleiben. Lass uns nochmal ins kalte Wasser stürzen und lass uns nochmal was ganz anderes machen. Und dann wurde es halt eher so dieses Sozialexperiment, zu sagen, schafft man es mit der Hilfe von wildfremden Menschen innerhalb von 80 Tagen einmal um die Welt zu reisen, ohne eigenes Geld sozusagen und nur dadurch, dass man unterstützt wird von anderen Menschen. Rein moralisch betrachtet ist das ja so ein bisschen, habt ihr auch ein bisschen angedeutet, zweischneidiges Schwert, ne? Genau. Auf der einen Seite natürlich wahnsinnig dankbar auch sein und diese Hilfsbereitschaft von anderen Menschen dann auch annehmen zu können. Und auf der anderen Seite aber auch wahrscheinlich auch aufgrund dessen, wo ihr dann überall wart, zu sehen, hey, wir gehen gerade einen Weg, Ja. wollen Geld sammeln dafür, dass wir um die Welt kommen. Da sitzen aber Leute, die sammeln Geld, um halt am Das Leben zu ist bleiben. ein riesengroßes Dilemma gewesen für uns ab einem gewissen Punkt. Also wir haben ja von vornherein eine Regel gehabt, dass wir nicht betteln wollen. Wir haben auch nie gesagt, okay, du hast einen Platten am Fahrrad, wir helfen dir, wenn du uns 20 Euro dafür gibst oder so. Wir haben nie einen Preis an irgendwas festgemacht, sondern immer unsere Hilfe angeboten und dann den Leuten freigelassen, ob sie uns unterstützen wollen bei unserer Reise, wie auch immer, mit einer Übernachtung, Essen oder eben finanziell. Und als wir nach Indien kamen, hat das so aber nicht mehr funktioniert. Also bis dahin war das moralisch alles korrekt, Da ne? waren Weil, es ja auch noch Länder, die man irgendwie genau, das waren dann sehr vertreten touristische kann. Länder, wo die Armut auch nicht ganz so krass ist, also in Thailand oder Malaysia oder in China, da ging das alles noch so, da ging es schon so langsam ein bisschen in die Richtung von moralischen Zweifeln. Und in Indien ist es dann halt, gab es so eine Situation, so eine Schlüsselsituation, wo wir an so einem Tor, wie heißt es noch wieder? Gates of India oder Diese große Ark, ne? Ich ja, weiß nicht, wie das genau. war, ja. Und da saßen wir und haben Schmuck verkauft und um uns herum saßen halt lauter Kids, die auch Schmuck verkauft haben, Straßenkinder. Ganz kurz, der Schmuck ist von dir hergestellt Genau, worden. richtig. Das ist der An dieser Goldschmied nur. Das, Stelle. an dieser Stelle. Hans ist Kann man da Goldschmied. jetzt überall so Ringe Okay, genau. Und ihr habt reinschneiden, tatsächlich Schmuck selber geschmiedet? bitte? Oder Ja, also Hansen du? hauptsächlich, ich habe da Du keine. hast daneben gesessen und gesagt, ja, mach doch mal da noch einen Kringel und da noch ein Herzchen. Ich habe mich Aber mehr ihr ums habt. Marketing gekümmert und um den Vertrieb Und sozusagen. habt dann aber tatsächlich auf der Straße halt verkauft. So, genau. Genau, und das war in der Situation ein sehr, sehr komisches Gefühl, weil wir uns quasi eine Reise dadurch ermöglichen wollten und ein Experiment machen wollten, um die Welt zu reisen, ohne Geld, finanziert durch Hilfe von Leuten oder dadurch, dass wir Schmuck verkaufen. Der Junge, der neben dir sitzt, macht genau das Gleiche, aber der macht es, um sein Brot zu verdienen und um zu überleben. Und in dem Moment kommst du dir so doof vor, weil du denkst, okay, eigentlich müsste ich in dieses Land kommen und helfen und nicht Hilfe wollen. Lustigerweise hat sich dann genau die Bevölkerungsschicht, wegen der wir moralische Zweifel hatten, nämlich die ärmeren Leute, sich unser angenommen und hat gesagt, Jungs, ihr könnt jetzt nicht aufgeben. Ihr seid ihr denn bescheuert? Ihr seid so weit gekommen schon, ohne Geld. Ihr seid große Vorbilder für uns. Ihr seid ohne Geld um die Welt gereist. Wir Da haben ist kein man Geld. wieder bei Ja. diesem Vorbildcharakter und bei Ja. diesem Inspirativen natürlich, ne? Was bewirke ich tatsächlich mit dem, was ich hier tue? Und offensichtlich ja auch selbst in Das diesen hat auf armen jeden Fall diese Ländern, Leute echt bewegt zu sehen, dass auch vielleicht gerade, weil wir eigentlich eher wohlhabendere Europäer sind, wir uns trotzdem das antun, uns das mal zu versuchen, Und die das zu Erfahrung sammeln fühlen, das zu lernen. fühlen, Ja. ne? Und dann kamen die an und haben gesagt, ihr gebt nicht auf, ihr macht weiter. Wir wollen, dass ihr das schafft, ne? Wir glauben daran und für uns ist es wichtig, dass wir wissen, dass ihr es geschafft habt, Ja, einfach, ne? Und haben uns das. dann tatsächlich für uns quasi zusammengelegt und uns den Flug, den wir dringend brauchen, um von Indien nach Kirgisistan zu kommen, weil dazwischen Pakistan und Afghanistan liegt und man quasi mit dem Flugzeug fliegen musste. Und haben uns zusammengelegt und uns diesen Flug ermöglicht, ne? Also gerade die, wo wir uns gedacht haben, nee, diese Quelle dürfen wir nicht anzapfen, weil das ist moralisch verwerflich. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendjemanden irgendwie geschadet haben mit dieser Reise. Denn Im all Gegenteil die, genau, wahrscheinlich. im Gegenteil, eigentlich all die Leute, die wir getroffen haben, auch die ärmeren Leute, die wir getroffen haben, haben
auf jeden Fall eine andere Perspektive auf die Welt bekommen dadurch, ne, dass wir ihnen gesagt haben, wir sind ohne Geld hier rumgereist. Ne? Mit ein paar, das gebe ich ja schon auch recht, haben wir auch immer noch Kontakt und ein paar sind tatsächlich, also Nam zum Beispiel ist ja nach Deutschland gezogen, hat dann hier studiert. Wegen euch, und, weil ja, ihr euch sozusagen auf die Idee gebracht habt. Ja, weil wir ihr auch zum Teil ermöglicht haben, dann hier in Berlin, wir haben hier eine Unterkunft besorgt hier in Berlin, wir haben... Sie hat uns ja in Thailand ohne Ende geholfen, ne? Und daraufhin hat sie eine enge Freundschaft entwickelt und sie ist dann, hat sich dann entschieden, nach Deutschland zu kommen. Und ihr geht halt auch auf die Menschen zu und seid so und seid so und liebevoll und seid einfach herzlich, ja. Und so wie ihr eben seid und wollt erstmal per se nichts Böses von den Menschen, ja. Sondern erstmal in erster Linie was Gutes. Und ich glaube tatsächlich, und das ist ja auch so ein bisschen etwas, was man da... als Feedback vielleicht einfach bekommt, wie ja, schön doch. Es ist, wenn man was Gutes das gibt, dass auch. Es tatsächlich dann auch wirklich zurückkommt, ja, wenn man diese Energie raussendet. Ja. Und ja, da muss man nicht großartig spirituell für ja. sein, um zu merken, nee, was es nicht. Macht, wenn man ja. einfach gut mit Menschen ja. umgeht. Ja. Ich glaube, das ist was sehr Schönes und das gelingt euch und ist euch offensichtlich sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube auch. Also eine gewisse fast schon Naivität oder auch so ein Urvertrauen, ist, glaube ich, genauso wie du es gesagt hast, strahlt halt auch auf ein Gegenüber eine gewisse Offenheit vielleicht auch schon fast aus. Also wenn jemand, der zu 100% komplett naiv ist, ja, dem kann man ja, das ist fast ein Widerspruch, dem kann man ja keine Böshaftigkeit unterstellen. Ja, ihr seid dann wieder zurückgekommen und auch das habt ihr dann irgendwie ad acta gelegt und wart, gut, dann... nächstes Projekt. Mehr. Es muss noch mehr passieren. Ja, man nennt das auch Größenwahn, glaube ich. Irrsinn, Größenwahn. Ja. Also in einer gewissen Weise glaube ich schon, dass das Projekt, das wir uns jetzt vorgenommen haben, wirklich mit Abstand das riskanteste und schwierigste von allen Projekten ist. Mhm. Aber also dieser Größenwahn, den ich gerade angesprochen habe, der steckt da meiner Meinung nach wirklich ein bisschen drin. Ne? Das hat aber jeder Mensch so. Also jeder Mensch will sich ja weiterentwickeln in einer gewissen Weise. Und solange dieser Größenwahn nicht schädlich ist, ist es eben auch nicht im negativen Sinne so, sondern eher in einem positiven Sinne. Man versucht weiterhin die Grenzen zu verlegen und besser gesagt Grenzen zu erreichen, seine Komfortzone zu erweitern. Und das neue Projekt ist halt einfach... da müssen wir langsam rangehen. Wir gehen langsam ran, wir planen das gut. Wir haben sehr viel Zeit im Gegensatz zu den anderen beiden Projekten vorher schon da rein investiert jetzt und sind wirklich hoffentlich 2019 bereit. Die Vorbereitungsphase ist diesmal deutlich länger als bei okay, was ja. ist es denn? Das ja. Projekt. Lange um den heißen Brei drumherum geredet. Was ist es denn? Wir bauen eine Kaffeetasse. Mit Kaffee drin. Mit Kaffee drin. Mit heißem Kaffee drin. Und das ist echt richtig, richtig schwierig. Nee. Ja, nee, ihr macht was anderes. Ihr mhm. habt euch vorgenommen, mit einem selbstgebauten Vehikel, mhm. nenne ich es mal, durch Alaska zu reisen. Ja, genau. Also die Challenge ist diesmal sozusagen sowohl technischer Natur als auch Outdoor-Survival. Ne? Die Idee kommt so ein bisschen daher, dass wir beide immer schon mal nach Alaska wollten. Das war also relativ schnell klar, dass unser nächstes Projekt in Alaska stattfinden soll. Und dann war der nächste, so ein Kindheitstraum von uns beiden, das ist so die technische Komponente dabei, eben, dass wir schon immer ein Gefährt bauen wollten, was überall langfahren kann. So ein bisschen über Stock und Stein, und über Wasser. Ein bisschen das Flievertüt, das ist ja auch eine Kindergeschichte. Also. Ja, und die Kombination, fliegen kann, ne? Fliegen kann es leider aber nicht. Es hat einen Kite, soweit ich weiß. Achso, ja, oder? Das ist richtig. Stimmt mhm. eigentlich, das ist der Flügel da dran. Hey, guter Punkt. Ja, also ihr wollt tatsächlich so ein kleines Fabelwesen habt ihr da irgendwie versucht genau, zu bauen. Genau, deswegen haben wir es auch nach einem Fabelwesen benannt, nämlich nach genau. Urmel. Und Urmel aus dem Eis. Und unser Ziel ist es, Urmel zurück ins Eis zu bringen. Mhm. Nicht, weil wir Urmel hier in Deutschland nicht haben wollen, sondern weil wir selber mal... ja, sagen wir es mal so, der Ansatz ist eher, wir bauen ein Gefährt, was geländegängiger nicht sein könnte. Ja? Und wenn es dann damit nicht klappt, dann hätte es halt auch einfach nicht geklappt. Also dann hätte es auch nichts gebracht, vorher nach Alaska zu gehen. So. Ja. Und wir werden damit irgendwann in Alaska stehen. Und wenn wir nach 100 Metern scheitern, dann war es das. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir es wahrscheinlich mindestens 105 Meter schaffen. Genau, wir haben viel Strecke extra so gewählt, dass wir im Winter da sind, weil wir dann auf zugefrorenen Flüssen fahren mhm. können. Wir können auf, sagen wir mal, verharschten Schneedecken fahren. Das heißt, da liegt dann meterhoch Schnee und das ganze Gestrüpp ist bedeckt. Normalerweise im Sommer würdest du durch dieses Gestrüpp gar nicht durchkommen. Dann fahren wir viel am Strand, also auf den Aleuten an der Nordküste erstmal. Haben sowieso auch insgesamt die ganze Zeit die Option, mehr oder weniger fast alles an der Küste lang zu fahren. Mhm. Wir können mit dem Fahrzeug nicht aufs Meer rauffahren. Das heißt, wir können nicht wirklich alles an der Küste lang, aber eben in Küstennähe bleiben.
Und diese verschiedenen Optionen, die geben uns eben die Möglichkeit auszuweichen, falls wir irgendwo nicht weiterkommen oder feststellen, dass das Gefährt für einen bestimmten Bereich doch nicht geeignet ist. Ihr seid in einer sehr, sehr dicht besiedelten Eisbärregion. Also wir sind zumindest ab dem nördlichen Bergkamm, den wir überqueren wollen, in einem Gebiet, wo es im Winter Eisbären geben kann, wenn der Winter nicht kalt genug ist und das Eis nicht, das Meer nicht zugefroren ist sozusagen. Das ist ein Abbruchgrund. Also wenn es Eisbären gibt, dann können wir nicht weitermachen, weil weder, das wäre auch total bescheuert, das wäre auch wieder ein moralisches Problem, weil man fährt dann natürlich nicht durch Eisbärgegend, wo Eisbären sind und riskiert, denen zu begegnen, um dann im absoluten Notfall diesen Eisbären anzugreifen, zu verletzen, auf ihn zu schießen oder sonst irgendwas. Ich glaube, also, ihr könntet den nicht großartig verletzen, also oder? Mit der, also ja, wir haben ja Worten. Böser. Ach, du böser, böser Bär. Dein Fell ist gar nicht weiß. Braun. Das ist blöd. Blöder Eisbär. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ja tatsächlich so, ihr könntet ja halt wirklich einfach nichts großartig gegen diese Tiere anrichten. Also und man will abgeben, es ja auch einfach nicht, eben, oder? Also das sind Punkt. Ja, man so will es gar nicht in die Situation bringen, dass man es versuchen müsste, ihn zu töten, genau, oder umzubringen. Das, oder so. Also wir haben momentan, würde ich sagen, sehr gute Chancen noch, dass es klappt. So eine Chance von, ich würde mal sagen, wir stehen so ungefähr bei 70%, dass es noch klappt. Das hängt aber schwer davon ab, genau, ob wir Sponsoren finden, die uns dabei unterstützen, den Zeitplan einzuhalten. Das hängt, hat vor allem damit zu tun, dass man natürlich ein solches Projekt, ein solches Gefährt nicht unbedingt nur zu zweit fertig baut und finanziert, sondern da braucht man einfach andere Hilfe, ja, auch Know-how, in erster Linie aber momentan auch finanzielle Mittel. Ja. Und da sucht ihr jetzt gerade ganz konkret noch und braucht einfach Leute, die Sponsoren, also für welchen Bereich, wo seid ihr denn da irgendwie, wo hakt's, wo habt ihr das Gefühl, da bräuchten wir noch Leute, da bräuchten wir noch irgendwie Input, Know-how oder so. Also Input können wir immer brauchen, ne? Wenn jemand irgendwie einen Ingenieur kennt, der sich mit alternativen Antriebstechniken, weiß nicht, Seilantrieb oder mit Lenkung, Knicklenkung auskennt, einer, der sich mit Amphibienfahrzeugen auskennt, egal was, Leute, die sich die uns Erfahrungen weiterleiten können. Aber in aller erster Linie finanzielle Mittel. Ja, finanzielle Mittel ist das Wichtigste auf jeden Fall momentan. Ich drücke euch da auf jeden Fall alle Daumen, dass es klappt. Und ich bin, auch wenn ich Angst um euch beide habe, ne, aber einer kommt sicher zurück. Das wollen wir nicht mal im Spaß sagen. Stopp. Okay, wir kommen beide zurück. Natürlich. Aber nur zur Hälfte. Auch die andere Hälfte ist im Eis. Oh Gott. Also ich würde jetzt wirklich noch tausend andere Sachen fragen wollen, aber ich möchte jetzt dieses Vehikel sehen, dieses Urmelchen. Und ich habe ja, ich hab mir ja gerade auch versprochen, ich dürfte vielleicht selber mich auch mal reinsetzen. Ja, ne? Absolut. Klasse. Okay, super. Dann laufen wir mal rüber und ja. Okay. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie so ein Strandurlaub-Feeling. Es fehlt nur noch hier so der Cocktailhalter. Und so genau so erwarte ich mir auch, dass es in Alaska wird. Also genau total so geil, genau erholsam, so. Ja. Warm. einfach, ja, es wird einfach schön. Einfach schön, ja. Jeden Tag einfach mal 6 Monate lang nichts tun. Ja. 6 Monate lang liegen. In der horizontalen, 6 Monate in der horizontalen. Da kenne ich noch andere Menschen, die das sehr lieben würden. Aber eine Frage noch, bevor ihr jetzt hier losdüst und über diese Europaletten drüber düst. Wie schnell fährt es? Hat es eine Begrenzung? Ja, ihr müsst schon gucken, dass ihr mit der Kamera hinterherkommt, ne? Also so 50 Stundenkilometer kriegt ihr auf jeden Fall hin, ne? Nee, wahrscheinlich eher so 20. Geschwindigkeit ist eher weniger das Thema, bei dem Ding ist mehr die Kraft und die Geländegängigkeit. Ja. Das heißt, wir schätzen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nicht viel mehr als zu Fuß in Alaska. Ja, da schafft er dann so genau 2 Kilometer am Tag. Ja, vielleicht sogar auch mal nur 100 Meter. Wenn man mal über ein richtig großes Hindernis muss, irgendwie, dann kann es schon mal länger dauern. Die Herausforderung ist eben tatsächlich zu sagen, wir bauen ein Fahrzeug, mit dem wir beide es schaffen können, durch Alaska zu kommen, über Flüsse und Seen rüber zu kommen in einer Jahreszeit, wo das sehr schwierig sein wird. Und ein Fahrzeug zu bauen, wo drin man auch schlafen kann und die Lebensmittel für diese Reise mitnehmen kann. Und das ist eben Urmel. Man könnte rein theoretisch auch sagen, man geht mit Skiern los, aber dann muss man ein erfahrener Trapper sein und die Lebensmittel für 6 Monate kannst du auch nicht unbedingt zu Fuß mitnehmen. Das heißt, dann musst du jagen können und das alles können wir eben nicht. Deswegen schaffen wir uns hiermit eine Möglichkeit. Und Urmel bekommt dann quasi noch ein Dach, ne? Wahrscheinlich ja, bekommt noch ein Dach, genau. Damit ihr halt da drin auch schlafen könnt, beziehungsweise ihr habt ja auch noch so eine, wie ein Floß,
was jetzt hier nicht dran ist, genau. Wo drin ihr auch quasi, was ihr als Schlafmöglichkeit nutzen könntet, ne? Genau, das ist unser Schwimmkörper und gleichzeitig unser Bett, genau. Sozusagen. Und ihr hättet dann noch einen Kite, so wie wir vorhin besprochen haben, ne? Kraftunterstützung auf langen Strecken. Was euch dann einfach ein bisschen zieht, genau. über flache Ebenen. Mhm. Okay, ich lasse euch jetzt einfach mal cruisen, ja. Und schau mal, was passiert. Okay. Viel. Noch fragen. Also ihr habt ja vorhin gesagt, ihr würdet dieses, das ist ja jetzt alles noch aus Aluminium. Ja. Mir kommt es gerade zwar schon sehr leicht vor, aber es wird ja tatsächlich noch leichter und ja. Ihr macht? Es wird noch leichter und das Ganze wird zum größten Teil aus recyceltem Plastik gemacht und ganz wichtig auch für Alaska komplett schmiermittelfrei, also ohne Öl und Fette. Perfekt. Also das war tatsächlich auch ein großes Thema bei euch noch, ne? Ja, genau. Man kann natürlich nicht durch Alaska fahren und dann eine Ölspur hinterlassen. Ja. Und trotzdem wird es laufen wie geschmiert. In diesem Sinne, Hansen, du bist raus. Ja. Ich bin Tschüss. Drin. Ciao. Wir sehen uns. Viel Spaß in Alaska. Ja. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Und wie hält man den an?